Jo Leute, was geht? Euer Schützeputze hier zu einem neuen Video. Heute mal ein wenig anders, da wir heute wirklich mal so einen Komplett-Guide machen, wie funktioniert eigentlich dieses Autochess insgesamt. Ja, das machen wir mit der Mobile-Version, weil sie jetzt auch gerade neu rausgekommen ist. Und dieses Video, wir werden auch eine normale Runde spielen wie ein Let's Play, nur ich werde auf jedes Detail genau eingehen, warum wir was machen, wieso, weshalb, warum. Wenn ihr jetzt komplett neu zu dem Spiel seid, wir fangen erstmal ganz normal an. Es gibt ja hier im Moment eine Testversion, die könnt ihr downloaden. Dann habt ihr hier alles auf Koreanisch, Chinesisch oder sonst was. Das habe ich zwar schon mal in einem Video erklärt, aber nur ganz einfach hier auf euer Avatar dann klicken. Einstellungen und hier unten. Das wird so dann in irgendeiner asiatischen Sprache hier stehen. Ihr könnt es dann aber auf Englisch umstellen. Nur das vorab. So, ganz am Anfang, wenn man gar keine Ahnung hat von dem Spiel, kann man hier auf Illustrated klicken. Hat hier unten eine Introduction. Die werden wir aber selber sozusagen gleich nochmal durchgehen, wie alles funktioniert. Deswegen, wir gehen auf die Chess Pieces. Das ist ganz besonders. Es gibt verschiedene, hier steht Qualitäten. Es ist so, Common-Qualität, die kosten alle ein Gold. Diese ganzen Einheiten, die kosten ein Gold. Und ihr seht schon, es gibt Rassen und Klassen. Das hier vorne ist die Rasse. Nehmen wir jetzt mal hier diesen Red Axe Chief. Das hier ist die Klasse. Und das hier ist die Rasse. Das hier ist die Rasse. Entschuldigung, Leute. Das hier ist die Rasse. Das hier ist die Klasse. So, wenn ich jetzt zum Beispiel gehe und sage, wir nehmen hier die Goblins. Da sehen wir schon, oh, hier gibt es ja drei ganze Goblins. Bei den Stufe 1er Einheiten schon alleine. Bei Common Goblins. Bei Goblins ist es so, das können wir hier nachgucken. Wenn wir drei Goblins auf dem Feld haben, die geben 15 Armor und 10 AP sich gegen 10 AP Regeneration. Wenn man drei Stück davon auf dem Feld hat, zwei Mechs zum Beispiel, wenn wir jetzt ihn hier anklicken, hier können wir den Mech-Bonus, das ist die Klasse, nur nachgucken. Haben alle verbündeten Mechs, wenn wir zwei Stück auf dem Feld haben, 15 AP Reg. Das heißt also, es ist klug, am Anfang eines Spiels mit Goblins zu starten. Einfach nur, weil das die ganzen Billigeinheiten sind. Und es kommt noch dazu, bei den ankommenden Einheiten gibt es auch noch einen. Es gibt insgesamt vier Goblins und man braucht drei für die Combo und zwei Mechs für eine Combo. Die könnte man am Anfang sehr gut spielen, weil man wird die erste Playerrunde, also man spielt am Anfang gegen NPCs, das werdet ihr gleich sehen. Danach kommt man gegen richtige Spieler ran. Und da ist es dann halt so, ich gucke nur mal kurz nach der Aufnahme. Ja, läuft halt alles okay. Wir haben zwar hier einen kleinen schwarzen Rand rechts, aber ist nicht so schlimm. Und es ist dann halt so, wo war ich stehen geblieben? Es gibt ja dann, am Anfang darf man nur drei Einheiten stehen haben. Das bietet sich natürlich perfekt an. Drei Goblins, zwei sind davon Mechs. Es müssen auch verschiedene Einheiten sein, ne? Ich kann jetzt nicht zwei Soulbreaker hier draufstellen, ein Skybreaker, das würde nicht zählen. Es müssen drei verschiedene sein. Wenn ich die drei draufstelle, habe ich drei Goblins und zwei Mechs. Ich kann aber auch im Notfall ihn hier noch mit draufstellen, funktioniert auch. Ich kann später, er hier ist nämlich nicht nur Goblin, er ist auch noch Assassine. Im späteren Spielverlauf vielleicht noch Assassinen reinkaufen und so weiter. Nur dass man damit halt sich was aufbaut. Das ist eine gute Klasse, um die Runde zu starten. Goblins sind da gut. Oder aber auch, in dem Spiel ist es der Cave-Clan. Das ist hier, komischerweise bekommen, jetzt habe ich hier nur eine Einheit, ne, sozusagen. Aber wir klicken ihn mal an, ich zeige euch mal was. Das hier, Cave-Clan. All friendly Cave-Clans have plus 200 Max HP. Nur wenn man zwei Stück hat, kriegen, wenn wir davon zwei, wenn wir zwei verschiedene Cave-Clan Einheiten haben, kriegen beide 200 HP drauf. Wenn man überlegt, dass eine Grundeinheit immer so 500 bis 700 HP hat und dann nochmal 200 HP drauf im Early Game, wo jeder nur drei Einheiten stehen hat, dann macht das schon eine ganze Figur aus, nur alleine vom Leben. Das ist nämlich das Besondere, dass es bei Ankommen nämlich hier zwei Stück gibt. Wenn ich jetzt das hier mal wegmache, es gibt insgesamt vier Stück davon nur, hier ist das Besondere, ihr seht schon bei den beiden, dass sie auch die gleiche Klasse haben. Die haben nicht nur die Rasse, den Cave-Clan gleich, sondern auch die Klasse. Und die Klasse ist ganz einfach, das ist die Kriegerklasse, die Warrior-Klasse. Wenn wir drei Krieger auf dem Feld haben, kriegen alle Krieger mehr Rüstung. Das ist natürlich dann gut, wenn man gegen Angriffsschaden, gegen Einheiten spielt, die viel Angriffsschaden machen. So, also das kann man ja im Vorhinein nie bestimmen, gegen was man alles so spielt. Man kann zwar bei den anderen Gegnern gucken und alles, ne? Aber wir wollen hier wirklich auf die Grundlagen eingehen. So. Das heißt also, wenn ich die beiden habe, habe ich schon mal den Cave-Clan fertig. Dann fehlt mir noch ein anderer Krieger. Wenn ich hier wieder auf All Races gehe und hier sage, Krieger, dann sage ich auch nur mal kommen. Dann habe ich hier noch den Tusk-Champion, der Beast ist. Wenn wir den uns jetzt zum Beispiel mal anschauen. Hier die Rasse Beast, da brauche ich auch nur zwei Stück von, mache ich 10% Schaden mehr auf jeder Einheit, die ich habe. Und ja, dann, hiermit haben wir zum Beispiel die Krieger-Kombo voll. Wir könnten aber auch den Stone Spirit nehmen. Der ist Klasse Krieger. Könnten wir auch nehmen. Und auch Spirits drinne. Und Spirits ist, wenn man zwei Spirits hat, dann hat man eine Chance mit allen Einheiten, die jetzt Spirits sind, also ihn und eine andere dann bei zwei, mit 30% Chance, den Gegner in Stein zu verwandeln für 4 Sekunden.
Das heißt, Krieger mit Cave Clan kann man am Anfang auch eigentlich sehr gut aufbauen, weil wenn wir gucken, mal ankommen, gibt es halt ihn hier und dann noch ihn. Er hier ist, ich weiß gar nicht, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, wie heißt hier die Klasse? Marine. Er ist sozusagen Marine und da braucht man auch nur zwei Stück, um mehr Magieresistenz zu kriegen, was auch im späteren Spielverlauf gut ist. Das heißt also, man kann sich gut Rüstung sichern und aber auch gut Magieresistenz, wenn man dann noch auf diesen Naga geht. Das kann man dann halt richtig weit auslegen, dass man sagt, wartet, wir gehen hier mal auf Hunter und machen hier mal alles an. Hier ist es dann so, man könnte auch Cave Clan sich mit dem Kollegen hier aufbauen. Und wir haben ja gerade die Marine gesehen. Und da könnte man dann hier später noch eine Marineeinheit mehr mit reinnehmen. Oder beide sogar, dann hat man eine Hunter-Kombo fertig, kann die mitnehmen. Man könnte natürlich dann aber auch noch in andere Richtungen gehen, wie hier. Die ist zum Beispiel, Igersis, es ist Undead gewesen, mal Untot war das immer. Ich sag jetzt einfach mal Untot. Den Bonus holen, das geht auch mit zwei Einheiten. Jetzt habe ich euch ja die ganzen Sachen gezeigt, die mit zwei Einheiten gehen, aber es ist natürlich auch so, ne, Warlock, da bräuchte man zum Beispiel drei Warlock-Einheiten für hier. Und Warlock ist eigentlich auch immer eine sehr wichtige Grundmechanik hiermit, weil das ist Lifesteal. Dadurch heilen sich eure Einheiten beim Kämpfen. Und er hier, der Shadow Devil, ist eine sehr, sehr starke Grundeinheit. Es gibt verschiedene starke Grundeinheiten. Wenn ich jetzt sage, alle Qualitäten und All Classes, also, nochmal zum Mitschreiben. Für den Anfang ist es entweder klug, den Cave Clan aufzubauen mit Kriegern oder aber auch für komplette Anfänger oder auch Goblin Mechs, ne? Die kann man gut aufbauen. Natürlich, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, kann man sagen, okay, ich möchte gerne Knights gehen oder Trolle. Das ist aber dann halt, das, wenn man erstmal im Spiel sozusagen sich ein bisschen reingefunden hat, dann sollte man sowas erst ausprobieren. Das lernt man dann selber die ganzen Figuren kennen. Und genau, dann gibt's halt, es gibt halt verschiedene starke Grundeinheiten. Wenn ich hier alle richtig identifiziere, dann ist es gut, ansonsten, ja. Aber wie gesagt, also Cave Clan logischerweise, Goblins auch. Sind alle eigentlich ganz gut. So, das Besondere ist aber, wenn man wirklich in den späteren Spielverlauf guckt, hier Krieger nimmt, ne? Viele spielen zu Krieger entweder Warlock, aber auch zum Beispiel Trolle, weil es später einen Krieger gibt, der ist auch Troll, und mit vier Trollen kriegt man noch einen anderen Bonus. Er hier ist Schamane, den könnte man mit dem Cave-Clan verbinden, weil es da auch noch einen Schamanen gibt und so weiter. Und da gibt es halt verschiedene starke Grundeinheiten. Also er ist eigentlich immer ein guter Tank mit. Dann er ist so ein Mitte-Ding für mich. Viele meinen sogar, er hier wäre stärker als er. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von dem. Wir gehen jetzt wirklich mal schnell so ein paar Einheiten durch. So, Unicorn, bei ihr ist das Besondere. Wenn wir noch einen anderen, das sind Druiden, ne? Hier steht ja auch, wenn wir noch einen anderen Druiden haben und sie nur zweimal haben, können wir sie verbinden zu einer Stufe 2 Einheit. Eigentlich braucht man immer normal drei Grundeinheiten von. Also wenn ich dreimal den Red Egg Chief habe, habe ich einen Red Egg Chief Stufe 2. Dann entwickeln die sich sozusagen, wenn man drei Stück immer hat. Und das geht halt dann noch auf Stufe 3 hoch, wenn ich drei Stufe 2er habe. Und bei dem braucht man halt immer eine weniger, solange man diese Druiden hat. So, das heißt, wenn man sie sehr früh im Spiel auf Stufe 2 kriegt, was eigentlich möglich ist, dann healt sie ganz gut, weil sie so einen Flächenheal hat. Den sollte man nicht unterschätzen. Also sie ist auch eine solide Einheit dann. Ich würde sie jetzt wirklich am Anfang nicht so stark präferieren, ne? Ist halt so eine Sache. Ihn hier würde ich nur nehmen, wenn ich Knights und Trolle gehen möchte. Dann würde ich ihn mitnehmen, ansonsten gar nicht. Er ist so eine schwache Einheit an sich. Das ist halt immer Combo-abhängig. Also wirklich für einen kompletten Anfänger nicht zu empfehlen. Auch nicht für einen Anfänger zu empfehlen. Ist halt auch wieder Troll und hier ein Schaman. Und Schaman, ja, der ist eine sehr schwache Grundeinheit an sich. So, hier auch eine sehr schwache Grundeinheit. Sollte man eigentlich auch nicht spielen. Ist halt wirklich eine sehr schwache Einheit. Die wird von sehr vielen einfach besiegt. Das ist einfach die einfachste Erklärung. Er hier, also die Mächte gehe ich jetzt mal nicht durch. Die sind klar, wenn man die als Kombo spielt, sind sie einfach nur stark. So, hier haben wir dann noch was Besonderes mit Witcher und sowas. Darauf gehe ich jetzt aber nicht so genau ein. Das ist auch eher eine sehr, sehr fortgeschrittene Kombo. Also, ne, darauf gehen wir jetzt nicht so ein, weil das ist wirklich speziell. Das können wir vielleicht mal in einem anderen Video machen, wenn ihr das wollt. Genauso hier der Orgemage, der ist Mages. Mages sind für den Anfänger auch schwer zu spielen, die würde ich euch auch erstmal nicht raten. Ich würde wirklich diese simplen Grundsachen erstmal empfehlen, dann muss man es einfach austesten. Weil da merkt man selber, womit kann ich gut spielen. Deswegen, ich zeige euch jetzt eine Grundlage gleich und an der kann man sich, glaube ich, dann gut orientieren. So, hier wieder ein Troll. Die sind halt nur zusammen eigentlich gut. Obwohl er eigentlich eine starke Grundeinheit ist, weil er sehr viel CC, also Crowd Control, sehr viel Stunts hat. Kann man auch mal so zwischendurch kaufen, sollte man dann aber vielleicht schnell wieder loswerden.
Über ihn hatten wir auch schon geredet mit Naga, der kann ganz useful sein. Und ansonsten, ja, braucht man ihn eigentlich nicht, wenn man keine Krieger geht. So kann ich gar nicht empfehlen, ist dafür da, Mana wieder zu generieren. Aber die Einheiten, das ist so, jede Einheit hat einen Mana-Wert und durch Angriffe oder wenn sie angegriffen wird, erhält sie Mana. Und wenn sie sozusagen eine Fähigkeit dann benutzt hat mit ihrem Mana, was ja automatisch passiert, wenn Mana voll ist, dann hat die einen Cooldown. Also sprich, man muss warten, bis er die Fähigkeit wieder einsetzen kann. Und meistens ist es so, dass er bis dahin die ganze Zeit eh schon wieder volles Mana hat und einfach nur dieser Cooldown sozusagen das Problem ist. Das heißt, die Figur ist an sich wirklich nicht zu empfehlen. So, Drachen, das hier ist ein Drache. Drache ist auch was Fortgeschritteneres, gehen wir jetzt auch noch nicht drauf ein. Hier hätten wir noch einen Knight. Wenn man wirklich hier am Anfang nichts Besseres kriegt als diesen Troll hier, dann kann man den dazu nehmen für den Knight-Kombo, die sind sehr tanky. Hier die Phantom Queen ist eigentlich auch nicht so wirklich zu empfehlen, weil da kommen wir gleich drauf zurück, das sind nämlich hier auch Demons. Wenn man wirklich, weil man darf nur einen Demon haben ansonsten, oder heißt das hier, nee, das heißt, doch, das heißt hier Demon. Weil wenn man darf nur einen Demon haben, weil wenn wir uns das mal angucken, steht hier, wenn wir mehr als einen Demon haben, dann verlieren die 50% ihrer Angriffskraft. Das heißt, ein Demon wird dann richtig, richtig schwach. Man darf immer nur einen einzigen haben. Und dann ist es halt so, da zeige ich euch gleich eine Einheit, welche ich immer empfehlen würde, entweder in der Goblin-Kombo oder in der Krieger-Kombo. Seht ihr gleich. So, hier haben wir dann halt noch für die Knight-Kombo eine sehr, sehr starke Grundeinheit. Hier, das war auf dieses Unicorn am Anfang angesprochen, Druide. Das hatten wir hier schon. Auch eigentlich dann nur in dieser Kombo gut, ansonsten totaler Müll. Genauso wie der. Der Water Spirit, den könnte man mit diesem Stone Spirit kombinieren. Wenn man die Gegner in Stein verwandeln kann, über die Kombo halt. Und ja, eben hier, er hier ist gar nicht zu empfehlen, außer man möchte wirklich Assassinheit haben. Ansonsten ist der Lord of Zend eigentlich nicht so stark. Genauso wie der Poisonous Worm, der ist eigentlich auch nicht so stark, da muss man sich wirklich auf Beasts fokussieren, das macht man als Anfänger auch nicht. Hier, die Knight hier könnte man zum Beispiel mitnehmen, wenn man wirklich Knights gibt. Also Knights ist dann sozusagen das nächst Fortgeschrittenere. Ich würde empfehlen, am Anfang Krieger auszuprobieren und Goblins und nachher halt Knights, also sprich Ritter. Das würde ich dann als nächstes dann irgendwann ausprobieren. Ja, und das zieht sich dann halt so durch. Hier haben wir dann wieder so Nagel und eine Assassine. Assassinen kann man auch ein bisschen mit reinbauen, wenn man das möchte, wenn man daran gefallen hat. Aber sollte man vielleicht am Anfang auch noch nicht so wirklich machen. Man sollte erst probieren, sich wirklich eher Tankiness anstatt Damage aufzubauen. So, der Werwolf hier ist eine sehr, sehr starke Krieger-Beast-Einheit. Und Human ist er auch noch. Der ist gut kombinierbar, der kann gut Sachen spawnen. Das ist eine sehr, sehr starke Grundeinheit. Wenn man ihn zieht, sollte man ihn eigentlich so gut wie immer mitnehmen. Das sehen wir dann aber auch noch gleich in der Runde. Also ich weiß noch nicht, was passieren wird, ne? Aber das sehen wir dann gleich. Oh, mein Mikro kippt. Ich hoffe, das war nicht zu laut für euch. Ich muss mal kurz gucken. Bin ich denn noch auf Sendung? Ja, mein Mikrofon ist noch auf Sendung. Genau, er hier wieder Knight, ne? Knight sollte man dann alle mitnehmen, wenn man Knight spielen möchte. Und ja, Mages gehen wir noch nicht drauf ein. Mages sind halt eine schwere Klasse. Auch nicht so stark teilweise. Eher sehr spät im Spiel. Hier ist noch ein Drache. Drachen sind auch noch so ein bisschen so meh. Die sollte man sich auch später nochmal angucken. Hier ein Hunter, ist ein Sniper, der ist nicht so stark. Ist einfach keine solide Grundeinheit. Wenn wir uns dann aber hier den Shadow Devil ansehen, das ist eine der stärksten Grundeinheiten, die man haben kann. Das ist der einzige Demon, den man wirklich immer empfehlen kann, wenn man Goblin geht oder wenn man wenn man Warrior, also Krieger geht. Da ist der immer mit zu empfehlen. Der hier, das ist halt so ein Witcher, das ist halt speziell, den braucht man als Anfänger auch noch nicht, der bringt ja noch gar nicht so viel. Genauso hier die Hunter. Die Hunter würde ich auch halt alle erst später ausprobieren. Ja, Assassin halt auch, ne? Also, da würde ich erstmal die Finger von lassen. Ist dann hier so, er hier ist auch eine sehr, sehr starke Grundeinheit. Der Spirits Mage. Spirit Mage, sag ich schon. Der Thunder Spirit, das wollte ich sagen. Das Besondere bei ihm ist, dass er halt mit dem Stone Spirit auch harmonieren kann. Und er macht halt sehr, sehr guten Schaden. Also, er ist auch zu empfehlen, wenn man einen Stone Spirit hat, auf jeden Fall ihn dazu holen. Und ansonsten kann man ihn aber auch, wenn man nichts Besseres hat, nehmen. Er ist auf jeden Fall eine solide Grundeinheit, er hat einfach diesen Schaden. Hier, Cave Clan. Wenn man Cave Clan gehen möchte komplett, dann sollte man es hier rüber tun, ne? Hat man auch noch den Schaman. Wenn man natürlich hier einen Schaman-Bonus haben möchte, um Gegner 6 Sekunden lang kampfunfähig gleich am Anfang der Runde zu machen, dann sollte man halt hier diesen Troll mitnehmen, ne? Den wir hier hatten. Wartet. Ich scroll mal hoch. Das ist der hier. Da, der ist auch noch Schaman. Die beiden braucht man dann. Würde ich jetzt erstmal noch nicht empfehlen, ist auch so ein bisschen fortgeschritten. Es gibt halt zu viel, wisst ihr, wie ich meine. Und ich versuche gerade alles auf alles so leicht einzugehen und so leicht so einen Weg zu zeigen, was man vielleicht machen könnte. Hier wieder Druiden, das hatten wir schon. Sehr starke Grundeinheit auch an sich. Aber auch erst ab Stufe 2. So, hier haben wir einen Trollkrieger. Wenn man halt Krieger geht, über den Cave-Clan und so weiter, ne?
kann man halt hier noch die treue Krieger-Kombo reinbauen. Sehr, sehr starke Grundeinheit dann in der Krieger-Kombo oder in der Troll-Kombo. Da ist er sehr stark. Alleine ist er nicht so gut. Aber in der Krieger-Kombo, wie gesagt, oder in der Troll-Kombo, sehr, sehr starke Einheit in seinen Kombos halt. Der Soul Reaper ist auch nur, ist meiner Meinung nach auch nicht so das Besondere. Er ist halt Warlock und er ist halt dieses Untot. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich sage einfach Untot. Man braucht halt nur zwei Untote, um dann die Kombo aufzubauen. Oder drei Warlocks, um eine Warlock-Kombo aufzubauen. Das ist zum Beispiel so, ich gehe Krieger rein, ja? Kaufe mir als Krieger den Shadow Devil als starke Grundeinheit. Der ist Warlock. Kaufen wir einen Soul Reaper als Warlock dazu. Und jetzt skippen wir mal ein paar. Und dann können wir hier später... wo ist er denn? Ah, den gibt's hier in dem Spiel noch gar nicht. Ups, ich habe mich vertan. Ich war noch bei Dota Auto Chess. I'm sorry. Also hätte man später sagen können, es gibt nämlich da in dem Spiel auch noch einen untoten Warlock, den man dazu nehmen könnte. Man könnte hier auch wieder, ne, Dark Spirit nehmen. Ist ein Spirit, kann man mit reinkaufen. Und so weiter eigentlich, ne, hier Marine, Hunter, kennen wir schon. Hunter Krieger, Human Krieger, sehr, sehr starke Einheit. Das ist auch eine sehr, sehr starke Grundeinheit. Den kann man ruhig auch immer mitnehmen, wenn man ihn sieht. Wenn er halt noch passt, ne, wenn man noch Platz auf dem Feld hat und dadurch keine Kombo gefährdet, kann man ihn halt mit reinnehmen. Hier wieder Knight und ein Drache. Ist halt so eine Sache, ne, Knights, da muss er auf jeden Fall mit rein. Bei Knights muss man einfach alle Knights kaufen, die es gibt, weil es gibt nur 6. Die braucht man dann alle am besten. Und dazu zählt er halt auch, ne. Genauso, wenn man dann ein bisschen Advanced spielen möchte, also ein bisschen erweitert, dann nimmt man hier die Drachenkombo mit rein, die man auch oben schon gesehen hat. Ne, so ein paar Drachen. Hier Human Mage, auch nur gut, wenn man wirklich dieses Mage ausspielen möchte. Hier haben wir wieder einen Goblin, wenn man dann die Goblin-Kombo vollenden möchte, die man am Anfang aufbaut. Dafür gibt es 6 Goblins. Da sollte man ihn mit reinnehmen, ist auch Warlock. Man könnte jetzt auch sagen, man nimmt ihn als Warlock. Ne, wenn man jetzt Goblins spielt, sagen wir mal, wir wollen 6 Goblins haben. Man darf am Ende des Spiels 10 Einheiten haben. Und wir haben dann hier schon mal unseren coolen Shadow Devil, heißt er, glaube ich. Wo haben wir ihn denn? Hier, ihn hier haben wir schon. Er ist Warlock. Und dann kaufen wir uns einfach später ihn hier, weil wir in der EP die Goblin-Kombo brauchen, haben wir noch einen Warlock. Dann fehlt uns noch ein Warlock. Dann können wir uns entscheiden zwischen dem Soul Reaper oder wir nehmen noch einen Dark Spirit mit hier. Vielleicht haben wir noch diesen Thunder Spirit auf dem Feld, weil es eine starke Grundeinheit ist. Dann kriegen wir hier noch einen Bonus und so weiter. Wir müssen halt gucken, dass wir viele Bonis kriegen. Hier auch der hier ist der zweitstärkste Demon meiner Meinung nach. Doom Abbitter oder einfach nur Doom, so heißt er im Originalspiel am PC. Hier ist das Besondere, er ist halt Krieger. Und in der Krieger-Kombo ist er halt ein besserer Demon. Kommt halt drauf an. Muss man halt ein bisschen abwägen. Das sehen wir alles in-game, so wie es auch läuft. Hier haben wir dann den letzten Goblin. Der hier ist das schlimmste Problem einer Goblin-Kombo. Man braucht alle 6 Goblins, um richtig, richtig stark zu werden mit den Goblins. Sonst fallen die übers Spiel ab. Und er hier ist eine 5-Gold-Einheit, eine Legendary-Einheit. Und bei denen hat man eine maximale Chance, auf einer Hand zu 6% ihn zu kriegen. Da muss man auch schon komplett aufgelevelt sein. Man muss auch mindestens Stufe 8 sein, um überhaupt eine Chance zu haben auf legendäre Einheiten. Sprich, die Goblin-Kombo verschiebt sich sehr stark aufs Late-Game, wenn man überhaupt einen findet. Und in der Zeit kann man halt schon rausfliegen. So, das war jetzt die ganze Introduction zu dem Spiel, zu den Einheiten. Jetzt kommen wir dazu, wie man spielt. Dafür gehen wir einfach mal eine Runde rein. Also ich glaube, ich habe jetzt bestimmt schon hier eine 10 Minuten oder Viertelstunde bestimmt schon so ein bisschen über die Einheiten, hoffe ich, mal geredet. Keine 5 Minuten. Ich hoffe, ich habe es ausführlich gemacht und nicht zu verwirrend. Ansonsten können wir nochmal viel genauer auf die Einheiten eingehen, aber ich glaube, das ist noch gar nicht, also war jetzt gar nicht so schlimm oder schlecht. Ich habe fast, glaube ich, schon 20 Minuten darüber geredet, kann das sein? Aber ein Spiel hat sich aufgehangen, wir müssen nochmal neu suchen. Disconnected from Server, ah ja. Naja, jetzt geht's. Sehr, sehr schön, dann kann ich noch schön einen Schluck trinken. Das hört man jetzt auch schön unprofessionell, wie ich bin. Ich hätte mich natürlich auch muten können, aber ja, passiert, ne? Ah ja, wir sind noch der Einzige, der gerade lädt. Das gefällt mir nicht so. Wie gesagt, es ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen hier, ne? Und ja, da probieren wir es einfach nochmal hier. So, irgendwas piept draußen übel laut rum. Ich hoffe, das hört man nicht. Sehr interessant. Auf jeden Fall, wir versuchen es einfach nochmal. Man connectet ja hier eigentlich so schnell, dass wir es eigentlich ausprobieren können. Mein E-Mail dürfte gerne wissen, habe ich ja schon mal gesagt. So. Bitte connecte mich einfach und dann können wir jetzt eine Runde spielen, hoffe ich mal. Ist halt so, wenn man lange im Menü bleibt, kann auch sein, dass man dann vom Server gekickt wird. Loading, ja. Ja, das sieht doch jetzt schon besser aus. So. So. Erste Runde haben wir verpasst, da kamen schon Gegner.
Hier hätten wir halt, oh, das saven wir uns mal. Oder? Ne, das saven wir uns nicht. Wir wollen vernünftig spielen. Wir nehmen nur mal ihn mit. Wir haben jetzt die erste Runde schon verloren. Eigentlich in den NPC-Runden, da setzt man halt nach und nach eine Einheit. Hier kann man die halt kaufen, hier unten über Recruit Pieces. So, jetzt habe ich in der ersten Runde ihn einfach mal mitgenommen. Jetzt haben wir eigentlich immer noch nichts richtig fertig hier. Wir brauchen drei Einheiten, um sie zu kombinieren. Wir nehmen ihn nochmal mit. Ihn mit. Und jetzt setzen wir, indem wir die einfach aufs Feld ziehen. Wir dürfen die bis zur Mitte ziehen. Und setzen wir die beiden jetzt zum Beispiel. Jetzt kommen hier halt die Mobs. Die Mobs sollte man eigentlich mit fast jeder Einheit bezwingen. Gerade mit diesen Kriegern oder mit den Mechs. Wir haben jetzt beides noch nicht wirklich bekommen. Wir könnten uns den hier zum Beispiel sichern, indem wir hier das Ding reinmachen. Damit wir die nächste Runde kaufen können und damit wir schon mal zwei davon haben. Weil mit drei Stück können wir ihn ja aufwerten. Damit er stärker wird auf dem Feld. Machen wir jetzt nicht, weil wir wenigstens die Krieger-Kombo dann fertig haben wollen. Wir haben ja nicht mal hier die Cave-Clan-Kombo. Hier hätten wir jetzt auch schon wieder Goblins dabei. Wir gucken jetzt genau, ne? Wir haben drei Gold. Das heißt also, wir kaufen die Kollegen alle ein. Jetzt haben wir nämlich die Chance, dass wir nach dieser Runde vielleicht nochmal umswitchen, die Kombo auf Goblins. Wisst ihr, was ich meine? Also, wir haben jetzt hier drei Krieger stehen. Das heißt, wir haben Krieger-Buff, alle haben sechs Rüstung. Die Sache ist die, wir haben jetzt aber auch hier zwei Goblins gekauft. Wenn wir jetzt noch einen Goblin dazu kriegen, können wir die Goblin-Kombo ausspielen. Wir haben aber auch die Chance, vielleicht in der nächsten Hand, die nächste Runde kommt, weil jede Runde eine neue Hand kommt, noch einen Cave-Clan-Member zu ziehen und den vielleicht mit hinzusetzen. Wir haben jetzt beide Optionen. Man kann die Einheiten ganz einfach wieder verkaufen. Das einzige Besondere ist, wo man, hier haben wir ein Geschenk, können wir aufsammeln, ne? Hier ist dann das Item drinne. Wundenklapp, können wir uns gleich nochmal angucken. So, jetzt ist die Sache. Die beiden würde ich mitnehmen. Und den Water Spirit würde ich jetzt in dem Fall schon mal, oder? Ich überlege gerade. Ne, den Water Spirit lassen wir mal aus. Ich glaube, wir nehmen eher den, obwohl wir entscheiden uns gegen die Goblins und nehmen lieber sowas hier mit. Weil mit Water Spirit können wir uns hier die Spirit-Kombo aufbauen. Obwohl, ne, wir wollen ja casual gehen. Wir wollen richtig vernünftig casual gehen. Das heißt also, wir kaufen einfach die Krieger weiter und wir kaufen einfach hier die Goblins weiter. Machen wir jetzt einfach mal spaßenshalber. Es ist halt die Sache, wir haben schon den und den stehen auf dem Feld. Ich glaube, kann ich die hier so tauschen? Ja, sehr schön. Dann ist es einfach hier, die Übersicht zu behalten. Und jetzt werden wir halt immer jede Runde gegen Player gematcht. Hier oben sieht man immer die Zeit, wie lange so ein Kampf dauern darf und so weiter. Sonst ist es ein Unentschieden, wenn es jetzt hier nicht entschieden werden könnte. Und ja, wir hätten den anderen sogar noch kaufen können jetzt, aber ist egal. So, hier, den Thunder Spirit, den wollen wir aber haben. Und jetzt ist es so, jetzt setzen wir hier den Thunder Spirit hin. Und in der Runde ist es so, wir könnten jetzt hier was verkaufen, dass wir 5 Gold haben. Und jetzt können wir bei XP sagen, guck mal, was hier passiert. Wir sind Level 4, dürfen 4 Einheiten setzen. Ich klicke drauf. Wir kriegen 4 Erfahrungspunkte, sind dadurch Level 5 und dürfen eine Einheit mehr setzen. Das machen wir jetzt auch. Das wird er hier. Zur Erklärung, warum haben wir jetzt ihn genommen und keinen von den anderen beiden? Erstmal, jetzt könnte man ja denken, Cave Clan hätten wir ja zwei, aber es ist dieselbe Figur. Das zählt dann nicht. Wir haben aber schon die Spirit-Kombo, weil wir den Thunder-Spirit haben und den Stone-Spirit. Das heißt, all friendly spirits have 30% chance to turn the attacker into stone für 4 Sekunden. Das heißt also, die beiden und er hier können den gegnerischen Angreifer in Stein verwandeln für 4 Sekunden lang. Deswegen setzen wir ihn drauf, weil wir ihn als Kombo haben. So, die Goblins hier geben wir jetzt schon mal ab. Die wollen wir nicht mehr spielen. Wir geben uns hier mit den Kriegern zufrieden. Und ja, gehen halt die weiter. Jetzt haben wir den hier fertig sogar. Was sehr gut ist, wir könnten jetzt, habt ihr gesehen, was ich gerade gemacht habe? Jetzt habe ich es nicht erklärt nebenbei. Ich habe den dritten gekauft und dann war da drüber so ein Symbol Rank Up, habe ich draufgeklickt, der wird automatisch, wenn ich draufklicke, hier seht ihr, 2 Sterne, auf Stufe 2 gesetzt. Jetzt ist die Sache, wir kaufen den jetzt doch erstmal mit in Water Spirit, weil Spirits, ne, ist halt so eine Sache, die wollen wir jetzt erstmal haben. Und das Besondere ist, hier sieht man, da steht erstmal Basic, man kriegt jede Runde 5 Gold. Dann steht da Interest. Interest ist, wenn ich 10 Gold habe, kriege ich 1 Gold Zinsen. Wenn ich 20 Gold habe, kriege ich 2 Gold Zinsen. Wenn ich 30 Gold habe, 3 Gold Zinsen. Das geht bis 50 Gold hoch. Also, dass ich Basic Einkommen habe, kriege ich immer 5 jede Runde. Interest kann ich auch 5 Gold dann kriegen, wenn ich über 50 Gold besitze. Victory, wenn ich hier die Runde gewinne, kriege ich immer 1 Gold. Da kann man eine Winning Streak oder eine Losing Streak aufbauen. Sprich, wenn ich 10 Runden hintereinander gewinne, habe ich ja eine Winning Streak, weil ich ja hintereinander gewonnen habe. Und das geht halt von bis auf 3 Gold hoch, kann das gehen. Genauso wie die Losing Streak. Man möchte natürlich eine Losing Streak eigentlich vermeiden, außer es geht nicht anders. Und jetzt, wenn wir jetzt gucken, jetzt sollten wir schon hier ein Interest aufbauen, Zinsen. 1 Gold kriegen wir jetzt Zinsen. Jetzt die Sache. Wir wollen so spielen, man muss immer aufpassen. Man muss Figuren setzen, man muss auch mal vielleicht hier, das nennt sich Rerollen, einfach neu würfeln, dass man eine neue Hand kriegt, kann man machen.
Beim Early ist es so, dass es hier wichtig ist, schnell die Einheiten zu kriegen. Ihr seht, was auch Common-Einheiten, also 1-Gold-Einheiten, haben eine 40% Chance. Man sieht hier die Legendary-Einheiten, die 5-Gold kosten 0% Chance. Und man muss halt so eine gesunde Mischung finden zwischen, wir brauchen ganz viel Interest, wir müssen Runden gewinnen, wir müssen aufleveln. Aber ne, also wir brauchen halt Einheiten, alle hoch. Wir brauchen gleichzeitig viel Gold für später. Und wir müssen auch gleichzeitig noch leveln. Und leveln kostet auch immer Gold. Es kostet immer 5 Gold für 4 Erfahrungspunkte. Und das sind diese ganzen Faktoren, die da zusammenspielen. Darauf muss man halt alles achten. Jetzt die Sache. Hier sollten wir eigentlich noch gewinnen. Sehr schön. Die Winning Streak bleibt. Im Moment, wir sind auch eher sparsamer, weil man damit eigentlich auch am besten mit durchkommen sollte. So, wir haben ja einen Touch schon auf 3, aber wir kaufen jetzt noch einen. Das Besondere ist jetzt, jetzt haben wir 19 Gold. Mit 20 Gold würden wir 1 Gold mehr kriegen und uns ist das so wichtig, dass falls wir gewinnen, kriegen wir Victory 1 Gold plus. Dieses Victory Gold ist das einzige Gold, was man vor dem kompletten Rundenende bekommt. Das heißt also, wenn ich jetzt mein Feld hier gewonnen habe, kriege ich dieses eine Gold gut geschrieben. Dann kriege ich auch noch die Zinsen dafür. Das sehen wir gleich, wenn wir jetzt gewinnen. Ich hoffe mal, dass ich dieses Beispiel gleich bringen kann. Und dann kriegen wir den Interest noch. Ansonsten müssen wir halt eine Einheit verkaufen. Das würde dann er hier sein, weil er ein bisschen nutzloser ist in unserer Combo. Dann würden wir ihn jetzt verkaufen, hätten wir verloren. Dann wir über diese 20 Gold kommen, für ein Gold mehr. Das ist wirklich so wichtig. Das ist uns wirklich heilig, ja, Leute. So müssen wir es sehen. Wir haben verloren, also verkaufen wir den. Jetzt natürlich, wo man es zeigen möchte, hat es natürlich nicht so funktioniert, wie man möchte, ne? Aber okay. Jetzt haben wir hier einen Interest von 2 Gold, haben jetzt mehr Gold bekommen für das Game. Hier haben wir auch noch einen Krieger. Ich hoffe, den habe ich noch nicht einmal übersehen. Und jetzt hier, das passt sogar mit unserem Gold perfekt. Wir kriegen ja 4 Gold hier für Erfahrung kaufen. Aber immer noch 20, können hier einfach noch einen Krieger draufstellen. Wir sehen auch unsere Kombos. Ich glaube, das hier sieht viel interessanter für euch aus. Wir haben hier verschiedene Stufen für die Krieger. Weil man kann bis zu 9 Krieger aufs Feld bringen und kriegt dann noch einen extra Bonus. Wir sehen gerade, wir haben 4 Stück und mit 3 Stück haben wir den ersten Bonus schon erfüllt. Das heißt also, der vierte hier hat uns nicht viel gebracht eigentlich auf dem Feld. Das Ding ist aber, dass alle verbündeten Krieger halt diese 6 Armor kriegen. Das heißt, er auch. Er wirft uns das nur nicht noch weiter hoch. Genauso ist hier, wir haben jetzt die 2 Spirits, die verschiedenen. Dadurch haben wir halt auf diesen Einheiten den Buff und sonst den Beast Buff würde ich halt gerne aufbauen. Den Cave-Clan-Buff würde ich gerne aufbauen, deswegen verlieren wir hier auch schon wieder, weil wir hier die beiden Kombos noch nicht haben. Dafür bräuchten wir entweder den Werwolf, wo ich meine, das ist eine starke Grundeinheit, oder halt einen noch vom Cave-Clan. So ist halt der Plan gerade, oh. Und ja, wir nehmen aber ihn erstmal mit. Das ist halt auch eine Sache, die wir im Moment haben. Wir kriegen im Moment unsere Einheiten auf Stufe 2. Das ist eigentlich schon ganz angenehm. Und jetzt würfeln wir hier mal ein bisschen durch. Oh, er ist so eine. Guck mal, wir sehen hier, ne? Ist eine mystische Einheit. Er sollte eigentlich so stark sein, dass wenn wir ihn draufsetzen, das hört sich jetzt komisch an, das erkläre ich jetzt aber. Wenn wir ihn draufsetzen hiermit, ist es so, dass wir jetzt nämlich auch noch die Beast-Kombo haben. Das heißt, jede Einheit von uns kriegt mehr Schaden, 10%. Und das Besondere, was er kann, ist, er kann einen Bär beschwören. Das sehen wir gleich. Hoffe ich doch. Wenn er volles Mana hat, was er hier durchs Kämpfen kriegt, passt auf, da ist der Bär. Den kann er beschwören. Dadurch hat man natürlich auch nochmal eine Einheit mehr auf dem Feld, ne? Das muss man immer mit einberechnen. Und diese Einheit mehr kann einem auch teilweise das Leben retten. Also, es ist ganz besonders dabei. So eine Einheit kann einem das Leben retten. Das Ding ist halt, jetzt wollen wir gerne vielleicht noch Druiden kaufen oder irgendwie sowas. Eigentlich würde ich ihn jetzt gerne mitnehmen, sozusagen. Falls wir ihn aufleveln wollen, hätten wir es dann vielleicht irgendwann machen können. Jetzt können wir ihn aber auch nochmal mitnehmen. Geht dann halt nur darum, den vielleicht noch Stufe 2 zu kriegen. Jetzt haben wir hier die ganzen Stufe 2, 3 Stück. Dann haben wir hier den Thunder Spirit stehen. Hier haben wir noch den Krieger stehen, das ist okay. Hier haben wir noch ein Item rumliegen. Jetzt können wir gucken, wir können auch unsere Items verteilen. Hier, Attack Damage Increased. Das weiß man halt am Anfang noch nicht, was Fähigkeitsschaden macht und was nicht. Er hier macht zum Beispiel hiermit sehr viel Magical Damage. Das heißt also, er würde eher ein Item kriegen, was Magical Damage macht. So, dann müssen wir gucken, wer soll Life-Rack kriegen? Wer soll das? Wer soll was hier kriegen? Der Tusk hier, der könnte zum Beispiel hier dann die Items kriegen. Sowas hier. Müssen wir gleich mal gucken. Das machen wir jetzt gleich zwischen den Runden. In der Runde die Sachen zu verteilen ist immer irgendwie kompliziert. Ich weiß nicht warum. So, hier der Spirit Bear, den wir halt beschwören. Ist halt eigentlich ganz gut dabei. Wir können dann auch gucken, wer hier am meisten Schaden macht. Mit den Symbolen komme ich noch nicht ganz so klar. Und ja, er hält halt gut was aus, ne? Und hier, jetzt seht ihr hier, passt auf, guckt auf unser Gold. Wir haben gerade gewonnen, ein Gold mehr. Und dann danach beginnt halt dann erst die nächste Runde. Das hier ist natürlich jetzt nice, den nehmen wir mit.
Den Kollegen nehmen wir noch mit und den Kollegen nehmen wir mit. So, den hier will ich auf jeden Fall gerade aufs Feld bringen. Jetzt halt die Sache. Wenn wir jetzt ihn runternehmen. Nee, den sollten wir nicht runternehmen. Den möchte ich jetzt auf jeden Fall aufs Feld kriegen. Gibt dafür die Spirit-Kommer auch, weil er stärker ist. Ihn nehme ich runter und mache noch einen Cave-Clan-Member drauf. Wenn wir die Cave-Clan-Kombo kriegen, sollte auch besser sein. Bei ihm ist es so, er hier, wir müssen auch auf unser Positioning, nennt sich das, achten. Wo setzen wir welche Figur hin? Das Coole bei Warrior, also bei Kriegern, ist, wir können hier einfach alle aufreihen. Außer es gibt auch eine Ausnahme, das ist der Berserker, das ist dieser Troll. Wo ich meine, der ist entweder nur bei Krieger oder Troll gut. Der muss hinten stehen, in der zweiten Reihe, weil er nämlich so eine große Angriffsreichweite hat, dass der sich damit zufrieden geben kann. Also ich würde gerne hier jetzt fast schon sagen, wir leveln jetzt auf, weil jetzt passt es wieder, dass ne, wir 12 Erfahrungspunkte gleich brauchen, wenn die nächste Runde beginnt. Und mit dreimal aufleveln haben wir es halt perfekt, darauf achten viele Spieler. Könnten wir jetzt machen, machen wir aber nicht. Wir nehmen hier, den haben wir gesucht, den Werwolf, den wollten wir unbedingt haben. Dafür verkaufen wir sogar diesen hier. Einfach nur, damit wir jetzt langsam so die Krieger kommen und gehen. Dafür nehmen wir auch den Cave-Clan-Member hier raus. Müssen dafür lieber den Kollegen mit rein, weil jetzt haben wir 6 Krieger. Das heißt also, alle Krieger kriegen jetzt einmal 6 Armor und jetzt kriegen sie nochmal 7 Armor. Das heißt also, alle Krieger von uns haben 13 Armor. Des Weiteren behalten wir den Beast-Bonus, weil der Werwolf und der Tusk-Champ beides Beasts sind. Und jetzt haben wir auch einen Human-Bonus, weil nämlich der, das soll glaube ich Pirate eigentlich heißen, der ist ein Human und der Werwolf ist ein Human. Und die haben halt eine Chance, den Gegner zu silenzen, sprich, dass er keine Fähigkeiten mehr nutzen kann. Des Weiteren, dieses Schiff ist von den Piraten, damit macht er Schaden und alle Gegner, die in der Schiffreichweite stehen, die werden gestunt. Das heißt, diese Einheit ist einfach so solide stark. Auf jeden Fall an der PC-Version. Und alles, was ich jetzt sage, kommt aber auch noch dazu, das habe ich noch gar nicht erklärt. Kann auch sein, dass es irgendwann outdated ist, was ich hier rede, ne? So, der ist halt der Falsche vom Cave-Clan und mit dem können wir gerade nicht so viel anfangen. Den werden wir hier auch nochmal den hier werden wir erstmal abgeben. Wenn wir einen Interest wieder haben. Wenn wir gewinnen, könnten wir noch ihn hier schnell mitnehmen. Vielleicht kriegen wir ihn ja doch Stufe 2 und da bringt es doch noch was. Wie ich erklärt habe, der Shadow Devil, ich hoffe, ich habe ihn noch nicht einmal übersehen gehabt, weil ich jetzt so viel rede. Immer mitnehmen. Außer natürlich, wir gehen Knights, dann wollen wir den Hell Knight haben. Das ist eine Stufe 2 Einheit, ist auch ein Demon. Weil wir wollen immer nur einen Demon auf dem Feld haben. Das ist das Wichtige. Ansonsten machen so Demons nicht genug Schaden. Er hier ist halt eigentlich der Stärkste. Natürlich, eine Combo geht vor. Wenn ich jetzt Knights wirklich gehe, dann gehen die Knights vor. Das ist eine wichtigere Combo. So, wir legen gerade, das wären 43 Gold, das wären 46. Also wir könnten schon auf 50 Gold hochgehen. Wir sehen jetzt hier, ne? Basiseinkommen 5 Gold, Zinsen 4, Sieg kriegen wir jetzt automatisch dann 1 Gold immer. Und dann können wir jetzt halt wieder Winning Streak und Losing Streak aufbauen. Wenn wir halt 5 Spiele hintereinander gewinnen oder 3 Spiele, dann geht eine Winning Streak los. Und wenn wir halt 1 dazwischen verlieren, ist sie sofort wieder weg. So, ihn haben wir schon angekauft, den nehmen wir weiter mit. Und ja, ihn hätten wir jetzt auch fertig. Ne, hätten wir nicht fertig, weil ich ihn nicht mitgenommen habe, ich Idiot, ne? Ja komm, dann hauen wir ihn jetzt raus, wir kicken ihn einfach. Und ich überlege gerade, weil Mob-Runde, jetzt ist Runde 15. Runde 15 heißt, es kommen Computergegner. Die Sache ist die, deswegen, nur deswegen, weil ich hier diesen Thunderspirit wieder abgeben wollen, damit wir auch wirklich über 50 Gold haben. Weil immer wenn Computergegner kommen, alle 5 Runden, dann kriegst du nämlich deinen Victory nicht. Seht ihr, da steht es plus 0 Gold. Das ist immer bei denen. So, und bei denen war es am Computer auf jeden Fall immer so in der Runde, man sollte immer 7 Einheiten dagegen haben. Oder dann hat man die besten Chancen. Jetzt mit 6 Einheiten sollten wir auch durchkommen, weil unser Werwolf spawnt da 2 Wölfe, wie man sieht. Das Coole ist halt, er spawnt nicht nur 2 kleine Wölfe. Er ist Krieger, was perfekt mit reinpasst. Er ist Beast, was perfekt mit dem Tusk-Champion harmoniert. Und Human, was man am besten dann mit dem Pirate-Captain kombinieren kann. Die Items haben wir noch nicht verteilt. Da sollten wir uns wirklich langsam mal drum kümmern hier. Aber vorher gucken wir hier nochmal durch. Hier ist nichts dabei. Wir warten jetzt auch noch gleich noch eine Runde. Jetzt hier Combine Able. Ah ja, wir können jetzt hier ein Item und sogar schon kombinieren. Dann machen wir das doch, oder? So, kombinieren wir das. Ah, hier müssen wir draufklicken. Zack. So, das ist ein sehr starker Magie-Damage-Stuff. Ich weiß das jetzt einfach nur, dass dieses Ghost-Ship zum Beispiel magischen Schaden macht. Deswegen kriegt er das. Ich würde ihn auch dann später gerne Stufe 2 kriegen. Er macht trotzdem einen hohen Attack-Damage. Dann kriegt er das auch. Attack Damage increase by 5 und Angriffstempo gar kann er auch ruhig haben. Dann haben wir hier Lebensregeneration. Das geben wir mal eher so auf unseren Tanks. Das kriegt auch gleich unser einer Tank hin, damit er so ein bisschen gegen regenerieren kann. Das sieht man. Sieht man das? Ne, das sieht man nicht. Okay. Ich hoffe mal, wir gewinnen, dass wir wirklich die Winstreak aufbauen. Aber nee, tun wir nicht.
Jetzt können wir hier wieder die Ansicht wechseln. Und wir sehen, wir sind gerade mehr Mittelfeld, unteres Mittelfeld. Ist aber nicht so schlimm, weil, wie gesagt, wir wollen das hier safe runterspielen. Und ich zeige euch einfach, was man dann wie machen kann. So, Runde beginnt. Wir nehmen wieder ihn mit. Guck mal, wie viel Gold wir jetzt haben. Ist das Besondere, jetzt wollen wir nämlich auch aufleveln. Zack und zack. Und setzen als nächstes hier den Shadow Devil hin. Wir hätten jetzt auch noch einen zweiten davon hinsetzen können. Aber er hat einfach den Schaden, den wir haben wollen. Und entweder wir leveln jetzt schnellstmöglich auf, was ich gerade mache. Oder wir rerun halt hier die Hand. Das können wir uns halt aussuchen. Ich mag es eigentlich so, wenn man wirklich als Anfänger noch gar keine richtige Ahnung hat davon. Man sollte halt immer versuchen, dann über 50 Gold zu bleiben, so wie wir uns das jetzt rangespart haben. Und halt einfach nur, um jede Runde 5 Gold mehr zu kriegen. Überleg mal, jede Runde 5 Gold mehr für nichts tun. Ist halt einfach stark. Das hat man in 10 Runden sozusagen wieder raus, dass man das die ganze Zeit liegen hat. Und das wird über Runde 30 gehen, so ein Game meistens. Sollte es eigentlich. Also natürlich, man fliegt früher raus, weil man halt nicht so gut gezogen hatte. Und im Moment, wir werden halt im Moment wieder schwach. Ist ein bisschen schade, aber es ist gerade so. Aber wir sollten uns hier in Richtung Ende des Spiels wieder fangen können. Und ja, hier ist der schon wieder fertig. Den hier können wir weiterkaufen. Da würde ich sagen, weil ich die da langsam fertig kriegen möchte, genau. Seht ihr, ich habe jetzt nochmal gerollt, weil ich dachte so, vielleicht kriege ich ja einen von beiden fertig. Das haben wir jetzt in dem Fall. Ranken ihn ab. Da steht der gute Kollege. Sehr, sehr gut. Den kaufen wir weiter. Und die anderen hier können wir nicht gebrauchen. Er wäre halt auch als Warlock vielleicht einsetzbar, wenn wir das wollen würden. Das ist aber gerade nicht so unser Ziel. Obwohl wir halt noch zwei Warlocks brauchen. Wir können jetzt hier im Buch nachgucken, im schlauen Buch, sagen Warlock. Da würde ich vielleicht gerne den Dark Spirit nehmen, wegen Spirits. Und dann später vielleicht hier noch einen Soul Reaper. Gucken, ob ich da in die Richtung vielleicht noch was kriege hier. Hier in die Richtung, da wird aber wahrscheinlich nicht mehr so viel folgen. Vielleicht hier hinten noch irgendwie was, aber eigentlich nicht. Aber also, wir kriegen dann später noch einen Warlock-Kombo oben drauf. Das ist gerade so unser Ziel. Das wollen wir halt mit den Einheiten dann noch schaffen. Oh, wir kriegen jetzt schon wieder gar nicht den Interest, ne? Dann müssen wir hier schon wieder verkaufen. Ich hoffe, das hat noch gezählt. Stone Spirit geht Richtung 3, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Und, jo, dann nehmen wir ihn hier wieder mit. Hier haben wir noch einen Werwolf. Und jetzt wird ja unsere Hand da unten langsam voll. Jetzt wird es natürlich da ein bisschen kritischer. Und, ja. Wir müssen jetzt halt wieder abwarten. Ich überlege gerade, jetzt ist halt die Sache, in 2 Runden aufleveln, einfach nur aus dem Grund, dann haben wir 12 Erfahrungspunkte. Das heißt, 15 Gold brauchen wir dann, um aufzuleveln, weil man kriegt ja immer 4 Punkte. Das heißt, 16, 20, 24 sind 15 Gold. Wenn wir eh pro Runde mindestens 10 Gold kriegen, sollten wir da eigentlich ganz schön fein sein. Dass wir das innerhalb der nächsten 2 Runden easy schaffen. Aber so ein Stone Spirit würde ich jetzt auch gerne ziehen, weil wir haben Stufe 2er Stone Spirit hier stehen, wir haben hier in der Hand. Wenn wir jetzt noch einen Einsatz ziehen, können wir den auch Stufe 2 machen. Und mit 3 Stufe 2er kriegen wir einen Stufe 3er. Genau, ich glaube, ich habe es gerade richtig gesagt. So, ich würde hier gerne noch so ein bisschen durchkommen. Ja. Und es kommt dann auch dann später im Spiel immer aufs Positioning an. Wo stelle ich welche Figur hin? Wie gesagt, Fernkampfeinheiten. Ach, das habe ich gerade. Seht ihr, das habe ich schon wieder vergessen zu erklären. Das zeige ich euch gleich, was ich nämlich noch sonst gemacht habe. Wir wollen erstmal aufleveln, dass ich das gleich nicht vergesse. Ich habe nämlich den Kollegen hier aber nach hier hinten gesetzt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo nachgucken kann, was der für eine Angriffsreichweite hat. Auf jeden Fall, hier ist er, oder? Kann ich hier irgendwie rüberhaffern? Nö. Ich könnte aber im Chat schreiben. Auf jeden Fall ist er ein Range, er hat einen Range-Angriff, hat nicht so viel Leben und deswegen steht er hier. Schaut, er greift von hier an und wenn er vorne stehen würde, würde er zu viel Schaden kriegen. Und das wollen wir halt vermeiden, dass er, wir wollen halt, dass er länger lebt. So. Unser Stein hier, will den Mob gerne kloppen, oder er hier wenigstens, kommt. Also die sollten wir eigentlich kriegen hier, sehr schön. War zwar knapp, aber es ist gut, dass wir die trotzdem gezwungen haben. Das wollte ich sagen, hiervon braucht man nichts. Das heißt also, wir leveln einmal hoch, rerollen hier weiter, um zu hoffen, dass wir vielleicht noch was Gutes kriegen. Und er hier wäre halt in der Night-Kombo wichtig, ne, da der... So, ist hier noch was dabei? Nein. Ist hier was dabei? Oh, ein Helikopter. Das ist eine legendäre Einheit. Und das hört sich jetzt komisch an. Den nehmen wir jetzt einfach nur so mit, weil wir haben gerade eine 1% Chance gehabt, den zu ziehen. Wir setzen den hier unten links in der Ecke, so hat er Sicherheit. Und wir sind sogar unter den Interest gefallen, aber der macht so viel Schaden. Ja, das können wir dann hier auch verfolgen. Wenn er dann gleich ulten sollte, dann sollte er uns das Spiel eigentlich fast schon mit gewinnen hier. Oh, warte, ich bin falsch. Die Ansicht meinte ich. Noch ist er sehr schwach dabei. Alter, da fliegen gerade die Granaten jetzt fast schon zu spät.
Wo ist er denn? Das hier, da ist er. Dafür, dass er nur von hinten ein bisschen reingeschossen hat, die Granaten kaum gezählt haben, hat er halt den zweitmeisten Schaden gemacht in unserem Team, ne? Der sollte uns halt auch wieder ein bisschen zurückholen. Er passt gar nicht in unsere Kombo rein, der wird später verkauft, weil er halt nicht passt. Aber im Moment werden wir nichts Neues erreichen können. Von daher sind wir damit glücklich, was wir haben. Und ja, hier ist Stormschaman. Ist auch wieder Cave Clan, aber wir können ihn halt so nicht gebrauchen. Ich würde sagen, haben wir Redroy noch mal ein bisschen? Weil ich würde gerne meine... Hier, den haben wir gesucht die ganze Zeit eigentlich. Den werden wir hier gegen den austauschen, aus dem einfachen Grund. Jetzt haben wir die Cave Clan Combo. Ne, hier haben wir den Red Axe Chief. Und jetzt haben wir ihn hier noch. Wie wir sehen hier, die Combo. Mehr AP für die beiden ist eigentlich eher im Early cool. Diesmal haben wir halt ein bisschen mehr Pech gehabt. Aber wir haben es auf jeden Fall noch aufgebaut bekommen. So, wir werden nicht über 6 Krieger gehen wollen. Das heißt also, ihn hier können wir schon wieder abgeben. Mit dem können wir nicht so viel anfangen. Den Werwolf und den Tusk werden wir gerne noch weiterkriegen. Gerade den Werwolf hier. Den Shadow Shaman auch natürlich gerne. Den Swordsman, den wir gerade dazu gesetzt haben, den hätten wir natürlich auch gerne noch höher, ne? So, die Ulti hier. Auf der Einheit hier stark, wie man sieht. Aber insgesamt halt nicht so das Ding. Sehr schön. Aber wir haben's geholt. Können wir hier nochmal DPS nachgucken? Ja, war sogar am meisten. Heftig, ne? Das unterschätzt man nämlich auch mal schnell. Der Shadow Devil ist fertig. Das ist auch sehr wichtig. Zack, da. Swordsman kaufen wir weiter. Und ich glaube, ich habe da gerade den Berserker liegen lassen. Den hätten wir eigentlich auch holen müssen. Hier, den Kollegen müssen wir auch holen. Er ist auch ein guter Krieger. Ich weiß nur nicht, ob ich wirklich irgendeinen Krieger dafür abgeben möchte. Eigentlich nicht. Nee, komm, wir lassen ihn weg. Eigentlich sollte man ihn holen, aber da wir keine neuen Krieger gehen, sondern nur die 3 da. Die 6 da. Sind wir fein. So, 2 Tasks noch. 1 Stone Spirit noch. Da sind wir echt zufrieden. So, er hier setzt eine gute Ulti von da hinten. Reicht aber leider nicht. Der hier ist zu stark mit der Zahl 7 hinter. Mal gucken, wo der ist. Ist das der Kollege hier? Weiß ich nicht. Mist. Ne, da, der Kollege war's. So, wir haben ganz schön wenig Leben so langsam. Aber ja, müssen wir uns da irgendwie durchsetzen. Hier, den Werwolf kriegen wir fertig. Sehr schön. Einen Reroll gönnen wir uns mal noch. Wenn hier nichts dabei ist. Den versuchen wir nicht weiter. Ab Stufe 3 Einheiten, das ist schwer, da irgendwie noch voranzukommen. Dann leveln wir jetzt lieber. Wir müssen halt auch aufpassen, dass wir nicht zu wenig Leben haben. Müssen vielleicht dann früher hochleveln und so weiter. Dann würden wir jetzt halt gerne noch 2 Warlocks aufbauen. Am liebsten den Soul Reaper und den Nygma. Den Nygma gerade wegen den Stone Spirit dann auch. Und ja, der Soul Reaper einfach so, weil es der nächststärkste Warlock ist. Wir könnten natürlich auch einen anderen Warlock sich holen. Wäre natürlich auch kein Problem. Deswegen, da schauen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall wollen wir den... was habe ich jetzt gesagt? Das habe ich schon wieder verträumt. Welchen Warlock wollte ich unbedingt haben? Ich bin gerade total... es schränkt schon an, so zu probieren, das richtig zu erklären. Aber ich werde sehen, wenn ich ihn ziehe. Ja, den Dark Spirit habe ich oder so gesagt. Irgendein Spirit auf jeden Fall noch. Fehlt uns noch einer. So, einen Reroll machen wir mal wieder. Haben leider nichts bekommen. Also leveln wir wieder. Wir müssen wirklich so eine gesunde Mischung jetzt finden. Wir können natürlich jetzt auch noch uns auf 30 Gold runterleveln. Dass wir wenigstens schon mal Stufe 9 haben. Aber so stark präferieren wir es dann doch nicht. Wir würden halt gerne noch 4 Runden safe überleben. Am liebsten sogar 4 Runden gewinnen. Nochmal eine Winning Streak aufbauen. Dann nochmal ein bisschen mehr Kohle rausscheffeln. Und dann am besten in Richtung Stufe 10 sogar all-in gehen, wenn wir es müssen. Aber, oh nein, ich habe aus Versehen mein Headset lauter gestellt. Das war gerade richtig laut auf Ohren. Auf jeden Fall ist es so, dass man halt immer probieren sollte, 50 Gold zu haben, außer es geht irgendwann nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Your Attack reduces the target's magic resistance by. Ja, komm, gehen wir mal ihm hier. Da sehen wir das drauf. Und, ja. Hier ist noch ein Red Axe Chief. Sehr schön. Dann rerollen wir einmal. Oder auch zweimal. Mal wieder nichts dabei, obwohl er ist halt auch ein guter Krieger. Aber wir wollen halt diese Warlock-Kombo, so wie ich es mir vorstelle, mit reinbauen. Deswegen bringt die uns halt gar nichts, ne? Der Werwolf, den will ich nicht weiter probieren. Dann kaufen wir hier lieber noch einmal Erfahrung. Kannst du das mal langsam durchkriegen. Und ja, genau. Muss halt ein bisschen aufs Positioning achten. Die Krieger kann man halt hier ganz schön simpel hinstellen. Assassin oder hier den Gyro haben wir hier unten reingestellt. Oder Helikopter heißt er hier nur. Im Originalspiel ist der Gyrocop, deswegen war ich gerade verwirrt. Da muss halt gucken, das muss man selber ausprobieren, welche Einheiten ist eigentlich Range, wo stelle ich welche hin. Die stellt man zum Beispiel nach ganz hinten, weil
Ja, ich habe auch noch nie einen Scharfschützen in der Frontline gesehen. Ne, so ist, glaube ich, die beste Erklärung. Und wartet, brauchen wir davon was? Nein, davon brauchen wir leider nichts. Das ist die Frage. Wir leveln, glaube ich, lieber zweimal hier. Rerollen diesmal gar nicht. Dann ist das Besondere, wenn man Assassinen hat. Assassinen setzt man immer in seine letzte Reihe. Weil wenn wir hier eine Assassine stehen haben, ich hoffe, man sieht meine Maus weiter. Wenn in der letzten Reihe unten, wo jetzt auch der Helikopter steht, ein Assassin reinsteht, die springen immer in die gegnerische Backline, also nach hinten durch zum Gegner. Da stellt man die nämlich immer hin. Und ja, dass sie halt gut in den Gegner reinspringen können, wenn die hier vorne mitstehen würden, dann würden die von den Tanks angegangen werden. Wir wollen halt deren Damage-Dealer rausnehmen über die Assassinen. Dafür sind sie ja da. Wir wollen ja einen Attentat auf deren starken Einheiten machen. So, diese Giro- oder Helikopter-Ulti. Die bringen uns, glaube ich, echt gut voran. Mal gucken, er macht halt auch den meisten Schaden immer noch, ne? Und darauf folgt er hier halt. Wie man hier sieht, der ist Zweiter. Und danach kommen erst unsere ganzen Krieger. Er hier ist eine Stufe 4er Einheit, ja, dieser Pirat. Eine Stufe 3er Einheit auf demselben Level macht mehr Schaden. Sowas muss man sich halt hier im Game immer so ein bisschen vor Augen halten. Hier kaufen wir natürlich nochmal XP. Hier rerollen wir nochmal rein. Schauen mal. Was möchte ich denn noch haben? Ah ja, den möchte ich da auf jeden Fall noch haben. Zack, Rank Up. Dann setzen wir erstmal ihn hier noch mit rein. Jetzt rerollen wir hier nochmal rein. Ist gerade egal. Aber hier ist leider nichts dabei, wirklich. Wir wollen ja jetzt noch den Dark Spirit holen und einen Soul Reaper. Weil die sehen, nehmen wir sie natürlich mit. Wir könnten auch natürlich den Kollegen hier holen, ne? Das ist natürlich auch ein Ding, was wir machen könnten. Ich mach das jetzt mal. So, gehen wir da mal kurz unter unser Gold, was wir eigentlich haben wollen, aber ja, sollten wir trotzdem mit hinkommen. Sollte trotzdem alles so weit hinkommen. Der Helikopter hier macht halt echt einen guten Job noch. Der wird zwar dann später ersetzt, aber ja. Ich würde auch gerne noch so ein schönes Steinchen ziehen, ne? Das wäre schon so eine Sache. Erstmal nehmen wir ihn mit. Jetzt sagen wir, setzen ihn noch erstmal hin gegen ihn. Tauschen die beiden hier mal. Tauschen die beiden mal. Tauschen die beiden mal. So. Ich werde ihn halt gerne langsam fertig kriegen. Jetzt haben wir ihn hier nochmal gezogen. Dafür geben wir ihn ab. Dann können wir ihn hier auch noch rekrutieren. Und dann brauchen wir halt nur diesen Dark Spirit. Der fehlt dann halt noch. Also wir nehmen erstmal ihn noch mit. Den hier, den Soul Reaper, können wir dann vielleicht verkaufen. Und vielleicht verkaufen wir auch ihn hier. Das müssen wir dann abwägen gleich. Wir werden auf jeden Fall innerhalb der nächsten 4 Runden aufleveln jetzt. Jetzt werden wir uns wieder auf Level fokussieren. Weil, ne, wenn wir hier 8 Stück, wenn wir hier 8 Punkte drin haben, dann leveln wir das Ding komplett zu Ende. 4 Runden sollte eigentlich machbar sein. Schade ist, dass wir hier gerade schon wieder so gepunished werden. Das ist im Moment das schwächste Glied hier, wie man sieht, also vom Leben her auf jeden Fall. So, und wir kriegen ersten Schaden, weil eigentlich jetzt würden wir ja weniger Schaden kriegen, das zählt aber leider nicht mehr. Und dadurch fallen wir natürlich weiter nach unten ab. So, davon möchte ich nichts haben. Ich weiß halt nicht, ob ich wirklich probieren soll, schnell aufzuleveln. Oder ich könnte jetzt auch den hier draufsetzen. Den hier verkaufen. Und machen wir jetzt auch gerade, wie man gesehen hat. Und ja, wir leveln nochmal weiter. So, jetzt kommt eh nochmal eine Computerrunde. Jetzt haben wir 3 Warlocks stehen. Die Kombos sehen wir hier nochmal. Hier haben wir die 3 Warlocks. Deswegen haben wir ihn mit hingestellt. Das sind alles drei Fernkämpfer. Der hier spawnt noch ein bisschen was. Das passt gut zum Werwolf. Jetzt ist es so, wenn wir dann Stufe 10 haben. Ich sage, wir setzen den Soul Reaper und dann brauchen wir noch ein Beast. Auch noch ein viertes Beast. Und, oh, hier ist noch ein Tastchampion, habe ich gar nicht gesehen. Ah, dann haben wir ihn nochmal raus, damit wir wirklich einen Interest behalten. Ja, da müssen wir jetzt schauen, wie wir das am klügsten machen. Task und Stone Spirit fehlen uns noch. Dark Spirit fehlt uns noch. Und dann noch ein Beast. Wie gesagt, wer das genau wird, wissen wir noch nicht. Hiervon brauchen wir nichts. Also leveln wir. Weil 24 Leben kann uns keiner abziehen. Sollte nicht passieren. So, wir kriegen hier leider nichts kombiniert. Kriegen auch hier noch ein paar Tank-Items für unsere Tanks. Zack, und ach komm, kriegt der auch nochmal ein Tank-Item. Passt eigentlich ganz gut so. In spätestens 2 Runden haben wir die Kiste hier durchgelevelt. Dann wollen wir jetzt wirklich auf unseren Dark Spirit hoffen. Den man so gut wie in der Frontline und in der Backline stellen kann. Bei solchen Einheiten, bei diesen Stufe 5 Einheiten, ist es nämlich ganz besonders. Weil viele wollen schnell Mana kriegen für ihre ultimativen Fähigkeiten. Deswegen stellt man sie in die Frontline. Dann gibt es auch welche, die will man eher hinten haben und über längere Zeit drinnen stehen haben. Wie den Gyrocopter, den stellt man nach ganz hinten. Und das müssen wir halt so ein bisschen abwägen, wie man wo was hinstellt. Und ja. Ich hoffe, man versteht hier diese Guide. Ansonsten einfach nochmal Fragen in die Kommentare hauen.
Da werde ich auch nochmal auf alles eingehen, wirklich alles, ne? Ihr müsst nur fragen und ich erkläre es euch. Ja, hier haben wir verloren, aber nicht so hart. Das ist eigentlich ganz entspannt gewesen. Den nehmen wir jetzt nicht nochmal mit, der bringt uns nichts, der gerade auch nicht. Wir leveln hier lieber zweimal und dann müssen wir nächste Runde noch einmal leveln, sind Stufe 10. Dann sollten wir sogar Gold rerollen und hoffen, dass wir die anderen Einheiten alle fertig kriegen. Das Problem ist, die kommenden Einheiten werden halt immer geringer, die Chancen, und die nehmen halt gerade noch unsere Hand hier ein, wie man sieht. Ist halt ein bisschen schade, aber ja, wir müssen dann halt mit Stufe 10 noch schon fast all in gehen. Wir gehen dann auf 30 Gold runter, weil da kriegen wir immer noch einen 3 Gold Interest. Und ich hoffe, dann sind wir safe. Ich hoffe, wir ziehen bis dahin das, was wir brauchen. Ich weiß halt nicht, wie lange wir uns hier wirklich noch vernünftig mit durchsetzen können, aber wie man sieht, wir sind mit so einer simplen Strategie schon in den Top 4. So würde ich halt euch empfehlen, anzufangen mit dem Spiel, wenn ihr wisst, wie ich meine. Einfach stumpf die also ganzen Kriegersachen und so kaufen. Oh, der macht viel Schaden. Der hat uns sogar rausgekickt. Okay, seht ihr, Leute? Jetzt habe ich zum Beispiel einen Fehler gemacht, den man auch früher am Anfang immer macht. Man gibt sein Gold nicht aus, fliegt dann früh raus. Jetzt sind wir nur Vierter geworden, jetzt hier in dem Beispiel. Ich wollte halt wirklich dieses Kriegerbeispiel gehen, ansonsten hätte ich was ganz anderes gekauft. Aber ich wollte wirklich so diese Anfängerstrategie gehen. Und ja, dadurch, dass wir hatten 3 Warlocks, wir hatten 6 Krieger. Das Problem ist, wir haben die halt nicht Stufe 3 bekommen. Wir hatten sie auf der Hand sitzen, wir haben sie nicht gezogen. Das ist halt so ein bisschen Luck basiert. Auch hätten wir die beide Stufe 3 gezogen, dann hätten uns hier vielleicht nur noch die eine Hälfte gemacht, die anderen wären alle gestorben. Und dann hätten wir wenigstens diese Runde zum Beispiel überlebt. Oder wir hätten auch früher gerne den Cave Clan schon fertig gehabt. Dann hätten wir vielleicht sogar Runden gewonnen im Early und so weiter. Das läppert sich halt alles so, dass man halt dann, ne, dagegen irgendwann nichts mehr machen kann. Aber ich hoffe, ihr habt dieses Anfängergeld verstanden. Und jo, Leute, kriegt sogar einen Uprank dafür. Seht euch das an. Sehr schön. Das war sogar sozusagen, das Spiel belohnt mich gerade dafür, dass ich Vierter geworden bin. Ist das so? Die ersten 4 werden belohnt und die unteren 4 nicht. So funktioniert das. Und ja. Was soll ich sonst erklären? Das ist Dota, das ist Dota Autochess. Das ist Autochess Mobile. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne in die Kommentare damit. Ich kann auch von mir aus gerne dann später noch auf andere Kombos eingehen. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel, was sogar im Beispielvideo hier nicht so perfekt geklappt hat, wie es eigentlich hätte klappen sollen. Aber ich glaube, es war in Ordnung. Wenn ihr noch wirklich, wenn ihr vielleicht auch sagt, ey, du hast das vielleicht zu verwirrend erklärt, mach's doch bitte nochmal. Dann werde ich auch gerne, dann wäre ich gewillt dazu, nochmal eine Erklärung zu machen, weil ich bin jemand, der verhaspelt sich gerne mal, labert vielleicht zwischendurch zu viel und sagt dann nochmal was, was sich vielleicht leicht widerspricht, obwohl es ganz anders gemeint ist und so weiter. Deswegen ja, schreibt mir gerne alle eure Sachen in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne einen Timestamp schreiben, also sagen wir mal, ihr schreibt 3 Doppelpunkt 15, also 3 dritte Minute und 15 Sekunden. Da habe ich das und das gesagt, schreibt ihr hin. Und ihr seht es aber so und so. Wenn ihr zum Beispiel ein Veteran schon seid oder irgendwie sowas, da kann nämlich jeder, der neu ist, auch in die Kommentare schauen und noch andere Meinungen sich mit einholen zu bestimmten Passagen. Einfach nur, damit wirklich jeder wenigstens schon mal so das Spielprinzip versteht und dass jeder wirklich auch vernünftig reinkommt in das Spiel. Es ist halt am Anfang viel. Oder ist es wenig, so für einen Anfänger, weil man setzt einfach nur seine Figuren hin, guckt, dass man ein paar Kombos hat. Aber gleichzeitig muss man darauf dann achten. Eigentlich, das haben wir diese Runde auch noch nicht gemacht, das habe ich euch nicht gezeigt. Es ist auch in Autochess Mobile nicht so schön. Eigentlich guckt man die ganze Zeit auf die gegnerischen Felder und guckt, was kaufen die denn? Okay, wenn jetzt 6 Leute Trolle gehen, dann kaufe ich keine Trolle, weil dann gibt es weniger im Pott. Weil man muss sich vorstellen, sagen wir mal, es gibt jeder, das ist jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht, wie viel es von jeder Einheit gibt. Wenn ich rechne, es gibt von jeder Einheit 10 Stück und 5 Leute davon haben jeder schon eine gekauft. Dann gibt es dann nur 5 im Pott und die alle wollen aber auch noch diese Einheit haben. Das heißt also, ich lasse davon lieber die Finger oder kaufe sie denen weg, wenn ich da das Gold übrig habe. Kann man natürlich auch machen. Und dann guckt man halt sich seine Gegner ein bisschen an. Haben wir halt, wie gesagt, in dem Beispiel hier nicht gemacht. Und des Weiteren haben wir auch, genau darauf haben wir nicht geachtet. Und wir haben halt Positioning noch nicht hundertprozentig erklärt. Also für einen Anfänger ist zu wissen, Nahkampfeinheiten erste Linie, Fernkampfeinheiten zweite Reihe und Assassinen letzte Reihe unten. So sollte man sich das immer merken vom Positioning. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist so das Grundpositioning. Das muss man halt dann variieren und schauen, wie man es am besten macht. Testen, rumprobieren. Das ist einfach das Einfachste in dem Spiel. Einfach mal ein bisschen rumprobieren und dann ins Game gehen. So kann ich es wirklich am besten erklären. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, etc., wenn ihr eine bestimmte Kombo mal sehen wollt und sagen wollt, ey, kannst du mir diese Kombo mal erklären? Dann mache ich das auch gerne, des Weiteren auch gerne in meinem Livestream.
Im Livestream können wir auch gerne über alles immer reden. Also da könnt ihr auch gerne mal einschalten. Wir haben keine so festen Streaming-Zeiten. Alle, die mich abonniert haben, die sehen das dann halt in der Abo-Box, kriegen eine Benachrichtigung oder sonst was. Und ja, wenn ihr da Fragen habt, ihr könnt immer im Livestream Fragen dazu stellen. Das ist gar kein Problem. Das wollte ich auch nur nochmal dazu gesagt haben. Okay, Leute, dann würde ich hier das Video abschließen. Vielleicht kommt dann nochmal zu einem Update. Ich würde sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.